Nitro Olympics 2012 in Hockenheim. Auf diesem Event treten Fahrzeuge mit bis zu 8000 PS gegeneinander an. Und was hier abgeht, zeigen wir euch jetzt. Wir sind hier bei Anita Mekela. Sie ist die einzigste Top-Fuel-Racksafari in ganz Europa. Anita, can you tell me something about your car? Of course. See, this is my car, Top-Fuel Dragster. And it has about 8,000 horsepower. It will go from 0 to 100 kilometers per hour within half a second. Blim, blim. It's going already 100 kilometers per hour. So it's built just for that quarter mile track. Nowadays we are driving 1,000 feet because we are exceeding the top speed so highly over. This is my cockpit and my workplace where I do sit. I have 7-point trap belts. This is my steering wheel. It's like in the airplane, so I always know which is the right way. This is brake, fuel shutoff. Here are the braking suits. This car will be stopped by braking suits. So you have seen the big like parachutes behind there? You open them by here. I have another opener here by your thumb. In the case we are coming very fast, when you're coming like 500 kilometers per hour, everything is happening so fast. So I'm normally using only this to open the suits. Behind me, there is the 500 cubic inch engine. Like all the top fuelers, they are using nitro as its fuel. I have been driving top fuelers ever since 97, I think. But before that, I was driving top methanol dragsters and some competition dragsters. So I have like a long history already. How do you feel as the only lady driver? Well, I don't see why the other ladies don't race. There's no reason not to race, whether you are a lady or not. But I think that this, let's put it a different way, that maybe this is like ladies' class. So you should ask the guys how do they feel to race in the ladies' class. Anita, thank you for your time and good luck. Thank you. I'll try to beat them all. Line-up. Und auch hier gibt es Powerfrauen mit extrem wichtigen Aufgaben. Eine davon ist Conny. Conny, hallo. Welche Aufgaben hast du hier? Ich mache hier mit das Line-up immer in Hockenheim bei den Nitro Olympics, zusammen mit natürlich noch ein paar anderen Leuten, nicht nur ich alleine. Und wir kümmern uns darum, dass die Fahrzeuge auch in der richtigen Reihenfolge zur richtigen Zeit dann da vorne sind, um ihren Lauf zu absolvieren. Was passiert genau hier im Line-up? Also die Fahrzeuge kommen hierher zu uns. Wir haben einen bestimmten Zeitplan, welche Klasse wann startet. Und spätestens ab den Eliminations müssen die auch mit dem richtigen Partner an der richtigen Stelle fahren. Das heißt, wir müssen die sortieren, wir müssen den Partner finden. Die müssen in der richtigen Reihenfolge da vorne sein. Und das passiert eigentlich alles hier auf dem Weg, so ab der Schranke bis nach vorne, wo die dann ihren Burnout machen. Bei den Sportsman-Klassen ist es in der Qualifikation noch egal, wer gegen wen fährt, weil die da einfach ihre Zeit reinfahren. Und bei den FIA- und UEM-Klassen, also bei den großen Klassen, ist auch in der Qualifikation schon wichtig, dass es nach der Running Order geht. Und das ist ziemlich wichtig auch wegen der Bahnwahl. Also wer die bessere Zeit hat, darf auch auswählen, auf welcher Seite er fährt. Oder es ist in der Running Order vorgeschrieben. Und das kann oftmals ein Vorteil sein, worauf natürlich der einzelne Fahrer auch besteht, ganz klar, ne? Super, ich danke dir für die wirklich viel Infos von dir und wünsche dir weiterhin viel Spaß. Wir sind jetzt bei Sally Eckers. Sie ist Junior Dragster-Fahrerin. Sally, erzähl uns doch mal was über dein Fahrzeug. Okay, also mein Junior Dragster hat ungefähr 25 PS, läuft ungefähr 115 km/h mit einer 96er Zeit auf die 8. Meile.
Wie ist denn das als einer der wenigen Frauen im Sport unter all den Männern? Es ist ganz normal, wenn man ganz normal toleriert. Es gibt ja mehrere Frauen auch. Und es kommen nicht, keine Vorurteile von wegen, Frauen können eh nicht fahren und wir sind eh besser, sondern wir ganz normal angefangen. Wir verstehen uns untereinander alles super. Schraubst du auch selber an dein Fahrzeug? Kleinere Sachen, so Ölwechsel und so Sachen mache ich auch selber, aber dann die größeren Sachen macht dann mir der Papa eigentlich. Ach, Respekt, total die Powerfrau. Okay, welche Erfolge hattest du bis jetzt gehabt? Also ich bin deutsche Meisterin, zweifache deutsche Vizemeisterin und in Hockenheim zum Beispiel habe ich auch schon gewonnen und zu kleinere werden es dann halt erster, zweiter Platz. Welche Ziele hast du noch weiterhin? Also ich möchte nächstes Jahr aufsteigen in die nächste Klasse, das kann man dann mit 16 machen und es wäre dann super komm. Hast du ein anderes Fahrzeug? Ja, der Papa baut im Winter jetzt einen Camaro zusammen für mich. Der hat dann ungefähr so 1000 PS und es wäre dann die nächste, was ich dann fahren darf mit 16. Okay, super. Dann danke ich dir herzlich für deine Zeit und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, danke. Wir verabschieden uns von einem sehr lauten und PS-starken Tag am Hockenheimring und sehen uns 2013 hier wieder. Und jetzt gehen wir auf die Night Show. 4, 3, 2, 1.